Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem nächsten, diesmal recht kurzen Screencast in der Reihe Einführung in die Kosten- und Leistungsrechnung, in dem wir uns im Kontext des großen Kapitels Kostenträgerrechnung noch mit den Begriffen aus dem Handel befassen wollen. In einem weiteren Screencast wird die Kostenträgerrechnung dann noch mit der Kalkulationssystematik zur Kostenträgerstückrechnung und zwei Verfahren der Kostenträgerzeitrechnung abgeschlossen werden. Nun werde ich aber, wie eben schon angekündigt, zunächst auf einige Kalkulationsbegriffe und Kalkulationsweisen aus dem Handel eingehen und Ihnen diese darstellen, also von Unternehmen, die keine eigenen Produkte herstellen, sondern nur mit Produkten oder Dienstleistungen handeln, wie der Name schon sagt. Vielfach wird im Handel das hier dargestellte Schema angewandt. Dem Einstandspreis wird für die zu handelnden Waren der Verkaufspreis der zu handelnden Waren gegenübergestellt und die Differenz dazwischen wird als Rohgewinn bezeichnet. Dieser Begriff ist allerdings etwas irreführend, da von diesem Rohgewinn, wie Sie sehen, noch die Kosten des Handels, also auch Handlungskosten genannt, zu decken sind. Ebenso sollte als ein Bestandteil des Rohgewinns noch nach Abzug der Handlungskosten noch der angestrebte Gewinn übrig sein. An der nachfolgenden Grafik möchte ich Ihnen die Kalkulationsbegriffe im Handel näher bringen. Das blau umrandete Rechteck, das Sie hier sehen, soll den Umsatz darstellen. Um diesen Umsatz zu realisieren, ist natürlich zunächst ein Wareneinsatz, hier gelb dargestellt, notwendig. Bei diesem Wareneinsatz, und damit greife ich schon in Richtung der Teilkostenrechnung vor, handelt es sich um variable Kosten. Hintergrund ist die Tatsache, dass Wareneinsatz anfällt, wenn Umsatz getätigt wird und eben nicht anfällt, wenn kein Umsatz getätigt wird. Die Differenz zwischen dem Umsatz einerseits und dem Wareneinsatz andererseits wird als Handelsspanne bzw. Rohgewinn bezeichnet. Wie wir eben gesehen haben, sind davon zunächst die Handlungskosten zu decken. Als Handlungskosten werden alle diejenigen Kosten außer dem Wareneinsatz angesehen, die im Zusammenhang mit dem Handelsbetrieb entstehen. Dies können also Raumkosten sein, Personalkosten, Energiekosten, Versicherungskosten und so weiter. Die Handlungskosten setzen sich aus fixen und variablen Kosten zusammen. Raumkosten sind beispielsweise unabhängig davon, ob Handel betrieben wird oder nicht. Geben Sie Ihrer Verkaufsmannschaft aber zum Beispiel umsatzabhängige Boni, sind diese Boni rein variabel, denn wenn Umsatz getätigt wird, fallen sie an, wenn nicht, sind keine Boni fällig. Der jetzt noch verbleibende Bereich bis zur Erreichung der Umsatzgröße ist der Gewinn, den das Unternehmen erzielt hat. Natürlich ist auch eine andere Konstellation denkbar, wie sie hier dargestellt ist. Wenn nämlich die Handlungskosten größer sind als die Handelsspanne oder der Rohgewinn, dann ergibt sich zwischen dem Umsatz und der Summe aus Wareneinsatz und Handlungskosten ein Verlust, der hier rot dargestellt ist. Weitere besondere Begrifflichkeiten tauchen dann auf, wenn im Handel der Einstandspreis, auch kurz EK, wie Einkauf, und der Verkaufspreis, kurz VK, wie Verkauf, verglichen wird. So spricht man vom Kalkulationszuschlag, wenn die Differenz aus Verkaufspreis und Einstandspreis in Relation zum Einstandspreis gesetzt wird. Hingegen spricht man von der Handelsspanne, wenn die Differenz aus Verkaufspreis und Einstandspreis zum Verkaufspreis ins Verhältnis gesetzt wird. Als Kalkulationsfaktor wird die Relation zwischen Verkaufspreis und Einkaufspreis bezeichnet. Wichtig ist die Differenzierung dieser Definitionen deswegen, weil aufgrund der unterschiedlichen Bezugsgrößen selbst bei gleichen absoluten Zahlen unterschiedliche Prozentsätze herauskommen. Dies möchte ich Ihnen an einem kleinen Beispiel demonstrieren. Nehmen wir an, der Einstandspreis sei 100, der Verkaufspreis sei 120.
Dann ergibt sich für den Kalkulationszuschlag der Wert 20%. Trotz absolut gleicher Zahlen ergibt sich für die Handelsspanne allerdings nur 16,7%, weil eben die Bezugsgröße Verkaufspreis größer ist als die Bezugsgröße Einkaufspreis. Der Kalkulationsfaktor würde bei diesem Beispiel 1,2 betragen. Mit den hier dargestellten Tücken der Prozentrechnung haben Sie aber sicherlich auch schon während Ihrer Schulzeit einschlägige Erfahrungen sammeln können. Also nicht verzagen. Für heute herzlichen Dank. Tschüss, bis zum nächsten Mal.